Hallo zusammen, heute möchte ich zeigen, wie man noch andere Mezzoschorle machen kann. Dafür brauchen wir wie immer rote, weiße und grüne Perlen. Ich will, dass mein Mezzoschorle in der Form von Blume ist. Deshalb brauche ich Draht, die Länge beträgt 35 cm und dann sammle ich 8 weiße Perlen. Nach einem Abstand von 6 cm mache ich eine Masche. Dann sammle ich weiter weiße Perlen. Und mache noch eine Masche um die kleine Masche. Weiter. Genau mit diesem Draht mache ich noch zwei solche Teilchen. Weiter mache ich sofort die Mitte, deshalb sammle ich 6 goldene Perlen und mache eine Masche im Zentrum. Und noch eine Masche. Jetzt forme ich die Blume und dann mache ich noch eine, genau solch eine rote Blume. Und jetzt kann ich mit grünen Perlen die Stiele machen. Danke fürs Zuschauen.